Hey, oh Leute, willkommen zurück bei Fallout New Vegas, klar. Seht ihr hier diese tolle Animation von Bethesda? Nein, wir kommen natürlich zurück bei Minecraft Explorer zusammen mit dem Freaky Frank. Hi. Es ist relativ früh für meine Verhältnisse zum Aufnehmen und deswegen haben wir momentan nur uns beide auf dem Server. Und wir fangen jetzt an mit der Mauer und wie man sieht hier, Frank macht das schon mal so, dass er hier ein bisschen alles begradigt, so dass nichts stört über den Blöcken, denn Genau. ich glaube, das hatte ich letzten Part schon erwähnt. Wir machen jetzt genau 16 Stück hier über diesen Boden. Das ist echt am besten. Es ist Mathematik angefragt. 10, okay. Ach man. So, 48. Ui, ist aber auch hoch. Ich muss mich regelmäßig da heilen. Ja, ist doch höher, als ich jetzt erwartet hätte. Ja. So jetzt, wenn man so sieht. Ja, aber das, wie gesagt, mir hat Fiete auch gesagt, dass er mir zwei Boxen, zwei Truhen voll mit Cleanstone gemacht hat. Die Frage ist nur natürlich, wo die sich befindet. Da muss ich mal schauen. Vielleicht bei ihm in der Hütte dann sogar. Kann sein. Muss ich da nochmal gucken. Und zack, aber runter. Oh Gott, nur noch zwei Herzen. Ja, das ist auch ordentlich. Nicht verrecken da hinten. Ja. Dann muss ich noch schauen. Kommt ja noch Tor und Türme und sowas rein, aber erstmal muss hier die Wand stehen. Ja, wenn es ja nur ein breit ist, ist ja kein Ding, da wieder ein Loch reinzuklöppeln, ne? Ja. Ja, es wird dann. Es wird noch ein bisschen breiter, aber das wird hohl. Also es wird nicht die ganze Zeit. So, dass man auch einen Gang sozusagen da drin hat. Wird wahrscheinlich auch cool sein aussehen, wenn da so ein Gang drin ist, der so riesig ist. Ja, wo dann ganz viele Monster drin spawnen können. Wenn es gut beleuchtet ist, eher weniger. Ja, okay. Aber wenn du nichts reinpackst, dann hast du da drin Creeper Family. Und dann rennst du da durch und dann ist die Mauer dann voller Löcher. Ja. Irgendwie ist es nicht wirklich produktiv. Weil es viel zu lange dauert. Immer. Wegen dem Fallschaden, bis es regeneriert ist. Dann warum brauchst du es dann nicht anders? Wie anders? Ja, dass du nicht immer wieder so hoch runterspringen musst. Weiß nicht. Brauchst du dann halt immer eine Reihe versetzt höher, dass du dann da wie so eine Treppe hochlaufen kannst. Verstehst? Mach ich auch bei Verstehe. meiner Mauer. Ah, ja, okay. Nee, ich verstehe schon. Ja, ist am besten. Nee, es gibt ja im Prinzip ja, dann fange von ganz unten an und mache einfach jeweils immer den Block unten weg und ich mache immer höher, so spiralförmig, aber nee, so treppenförmig ist doch noch ein bisschen besser. Es ist zwar dann ein bisschen, ja, nee, eigentlich nicht komplizierter, weil du siehst ja jetzt, wo 16 ist. Stimmt schon. Löst sich zwar nicht ganz mit den Fail-Block-Verhältnissen, die ich gesagt hatte, aber ist vielleicht dann doch besser. Und irgendwann mal tut es dann halt doch zu sehr weh. Ja. Ja, das ist doch eine schöne Höhe, muss man sagen. So. Ist der Komm. Gefängniskreis. Ja. Gut. Und jetzt Ach beginnt's. komm, ich bin mal nicht so, ich lege mal meine Erde weg und dann kann ich die neue Erde auch sammeln. Muss ja nicht dauernd irgendwie zigtausend Gegenstände hier rumfliegen. Die einfach irgendwie rum. Erde, 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 wo kann ich ihn reinpacken? Ah, hier. Bam, bam. Toll, ich hatte nur zwei Erzstecks in meinem Inventar. Na, ich da noch alles an mögliche andere drin habe. War Frank zu viele Items auf einem Feld? Kennen wir das? Too many items. Zu viele Items auf einem Feld. Vom letzten Mal Ja, noch. war sehr unproduktiv. Ja. Wir gleich noch eine Melonscheibe rein. So. Ja, es geht gleich schneller, Leute. Das ist jetzt nur hier der Anfang. Dachte auch nicht, dass man so viel Schaden davon bekommt. Das ist auch ziemlich viel. Probierst du mal im Real Life aus, dann machst du nur einmal. Ja. Aber wenn du Glück hast, zweimal, wenn du gut aufkommst. 16 Meter ist schon eine Höhe.
Der hat sich gewaschen. 16 Meter, ich weiß gar nicht, wie hoch ich hier wohne. Ich wohne in der dritten Etage. Würdest du es probieren von dir aus? Nein. Ich würde es wahrscheinlich überleben, wenn ich nicht gerade auf den Kopf falle. Aber nee, da würde ich mir die Beine brechen oder einen Fuß oder sonst irgendwas. Muss sein Glück auch nicht zu sehr herausfordern. Ja. Oder dann ein bisschen Krüppel für den Rest seines Lebens. Toll. Ich hab auch keinen Bock drauf. Nee, das kann ich verstehen. Ja, komm, regeneriert schneller, ihr Herzen. Das kann doch nicht sein. So. Alter, wird der Berg jetzt hier immer größer? Ja, tatsächlich. Bah. Ja, sind schon teilweise hässliche Dinger hier auf der Karte. Nochmal was essen. Ich frage mich, ob die Hungerleiste schneller runtergeht, wenn du regenerieren musst oder nicht. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, die geht schneller runter, wenn du arbeitest. Also rennt auf jeden Fall, da weiß ich, dass es das schneller runtergeht. Ja, aber ich meine auch, wenn du arbeitest oder kämpfst und so. Also beim Kämpfen weiß ich definitiv, da geht die Ehre sehr schnell runter, wenn du dein Schwert schwingst. Beim Arbeiten meine ich aber auch. Oder allgemein, wenn du dich halt bewegst, nicht nur rennen, sondern wenn du dich bewegst, dann geht die schneller runter. Also am besten stillstehen und gar nichts tun. Genau, wenn ich mal so eine, weiß ich, ja, halt eine Stunde auf dem Server gestanden habe, weil ich im Internet war, hat sich da nichts getan an der Leiste. Und dann bin ich, weiß ich, eine halbe Stunde habe ich gearbeitet und dann war die dann zur Hälfte leer. So passt schon irgendwo. Also wenn nicht, könnt ihr ja bestimmt einige noch hinschreiben, wie es richtig ist. Wenn es auch durch Fallschaden, also durch Schaden an sich, wenn er regeneriert werden muss, ob man Vielleicht steht's da. ja, vielleicht steht's ja nirgendwo. Vielleicht ist das so ganz geheim. Ja. Was waren das, deine Kaninchen? Nee, das ist der Schrank, der um den Flur steht. Okay. Der quietscht wie eine Sau. Ja. Das stimmt. Schweine klingen nicht anders. Also meine Kaninchen machen da nicht so Geräusche und außerdem schlafen die jetzt sowieso um die Zeit. Die waren eben noch ganz aufgeregt, als ich denen frisches Heu gegeben habe. Ich tue das ja immer in diese Kiste da rein. In diese Reuse, die du geholt hast. Ja, genau. Und ich tue das halt da rein. Die sind nun ganz aufgeregt, reagieren aber nicht darauf. Und dann nehme ich halt eine Hand und tue die auf eins der Häuschen drauf. Und dann springt mir der Darius direkt gegen die Hand. Dann fliegt das Zeug da runter. Statt dahin zu gehen, wo der ganze Klumpen liegt, nö, direkt da in meine Hand reinspringen. Er ist wenigstens zutraulich. Ja, dem Futter gegenüber. So, jetzt mal korrigieren. So. Okay. Oh, hallo, Gegner. Ach stimmt, jetzt kommen ja wieder Monster. Ja. Dumme Monster! Angewohnheit der Dunkelheit. Es geht vielleicht schneller so rum. Von oben nach Ich unten zu versuche das laufen. hier mal ein bisschen in Natur zu verwandeln und nicht so abgehakt. Gucken, ob ich das hinkriege. Ah, Wasser. Böses Wasser. Da Ist immer steht noch chill. Was? Baum, da steht noch ein Baum irgendwie halb in der Luft. Ja. Gab Komme ich auch aber dran. Kürbisse, die schon hier rumgeflogen sind. Fand ich auch Na, sehr komme ich aber erschreckend. dran. Ah, nein, Verbot. Fängt schon wieder gut an. Und hast du heute schon was gemacht dann? Oder bist du ja auch erst gerade vor ein paar Minuten wach geworden? Ich habe schon geduscht. Ah, Creeper. Das Komm ist mit. gut. Komm mit. Ich weiß, dass das gut ist. Ich freue mich da immer, wenn ich geduscht habe. RTL kann sowas nicht glauben, dass man sowas macht. Ah, come on. Jetzt will ich Oh. fragen, wo der Frank ist. Kann man den sehen hier? Ich sehe ihn nicht. Bin hier. Am Rand des Kreises muss er entlang gucken. Ja, ich suche ja. Ach, da hinten doch. Doch, doch, da ist er.
Oh, mich hat gerade ein Klassenkamerad mit was angeschrieben, was mir eventuell gar nicht gefällt. Ich muss da gerade Warum mal nachfragen, was das ist. warst du heute nicht in der Schule? Ja, es heißt ja, dass wir heute frei haben. Ja. Ich mein kein Ding, dann hole ich mir einen Attest vom Arzt und dann habe ich da auch keine Fehlstunden, aber trotzdem, dann muss ich mir den Aufwand machen, zum Arzt latschen. Das hast du jetzt mittendrin, wo wir hier aufnehmen. Ja, das hört doch eh keiner. Also jetzt von Leuten, die das dann irgendwie interessieren würde. Ja, Creeper, genau. Und waren die in der Schule? Ja, der antwortet immer so erst nach 2 Jahren. Also. Geht weg jetzt! Ach, danke. Ich wollte nur was ablegen. Nein! Ja, hau ab. Hau ab. Boah, wie, hier kommt ein Creeper, ne, wenn ich hier an den Kisten stehe. Dann gibt's Ärger. Das ist mir schon mal passiert. Bei dem Tor. Ja. Fand ich auch nicht so prickelnd. Habe ich jetzt die Spinnenseite aufgenommen? Ja, habe ich. Na, brauche ich nicht. Weil irgendwo war es doch diesen Moment, wo du dann genau, ach so, stimmt, als du in die Lava gefallen bist. Dieser Moment, wo du erstmal eine Weile nicht geredet hast. Ach Mann. Hau ab. Ja. Nein. Nein. Schon wieder Creeper? Ja, und Spinnen, die mich daran hindern, von ihm wegzukommen. Ah, komm mit hier. Komm mit ins Wasser. Hallo. Ja, jetzt verfolgt er mich nicht mehr, oder was? Boah, ist der dumm. Muss jetzt aber nochmal gucken. Ich hasse Wow, das, das wenn ist der Typ nicht hoch. zurückschreibt, ne? Er Kenn ich. schreibt mich an. Oh, mit Caps hier, ich könnte kotzen und dann kommt nichts, wenn ich frag, was denn los? Ich ist einfach zur Schule gegangen und wusste davon nichts. Oder hat's vergessen. Gut, Leute, das war's erstmal für die heutige Folge von Minecraft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auch die Auflösung. Ciao. Tschüss. Ja, Leute, Frank hat gesagt, du kannst doch nicht so früh jetzt einen Stopp machen. Vor allem, weil wir noch nicht die 12 Minuten fertig haben. Doch, wir hätten 12 Minuten fertig, aber nicht mehr. Soll ich demnächst mein Handy holen? Dann mache ich meine Stoppuhr an. Nee, ich habe mein Handy eigentlich hier. Ich könnte das auch kontrollieren, wenn ich so weit vorrechne. Aber ich habe gar nicht geschaut, wann wir angefangen haben. Das war mein Problem. Ah, Moment. So. Und kommst du klar mit den Creepern? Ne, ich muss gerade was lesen hier, der hat mir was geschrieben. Bin ich mal gespannt. Na? Ach du Scheiße. Was ist denn los? Moment. Ja, es ist wohl so jetzt. Also unser stellvertretender Schulleiter hat jetzt meinen Klassenkameraden angerufen gehabt und nachgefragt, warum denn halt keiner beim Praktikum war. Und dann hat er halt das erklärt, dass wir mit Frau Helft das so abgesprochen, also mit unserer Lehrerin so abgesprochen hatten, dass wir das halt ausfallen lassen heute, damit wir frei haben und dass wir das dann auf morgen verlegen, morgen Nachmittag, dass wir das nachholen. So, und dann hat der halt nochmal mit Frau Helf gesprochen und die hat gesagt jetzt, dass es wohl nie so eine Abmachung gegeben hätte und die hat heute Morgen gewartet auf uns. Aha, das ist typisch wieder. Das ist jetzt irgendwie ja, sehr kacke gelaufen. Aber wenn es mehrere Schüler so denken, dann was waren das gewesen? Natürlich war wahrscheinlich keiner der Schüler da gewesen, als du beweist, dass sie nicht da war.
sie redet sich wahrscheinlich auch raus, weil sie sonst das eben gemacht hat, ohne das irgendwie zu klären mit den Stellvertretenden oder mit dem Direktor. Ich muss gerade nochmal genau den Wortlaut durchlesen. Also es scheint so, dass keiner von uns erschienen ist. Das ist gut, denn wenn jemand erschienen wäre, dann wäre es scheiße gewesen. Okay, Leute, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Mal wieder. Jetzt ist wirklich die Zeit vorbei. Bis dann, tschüss.